Es ist wohl eines der schönsten Aufgaben und der schönsten Ämter, die man als politischer Mensch haben darf. Wichtig ist, das hat mein Vater immer gesagt, du musst die Menschen wollen. Du musst gern mit den Menschen umgehen. Du musst positiv auf die Leute zugehen. Und wenn man das irgendwo drin hat, dann gibt es eigentlich nichts Schöneres, als in Bayern Abgeordneter zu sein. Also eine tolle Zeit, die ich nicht missen möchte, wofür ich sehr dankbar bin und wo ich heute genauso wie vor 20 Jahren wieder antreten würde und sagen, ja, ich will.